Hi, wenn du IT-Experte bist, insbesondere Softwareentwickler, auf diese Branche habe ich mich spezialisiert in der Vertriebs- und Marketingberatung, sprich Positionierung, mehr Bang for Buck, also mehr aus deiner wertvollen Zeit als Softwareentwickler oder IT-Experte herauszuholen. Wenn du daran interessiert bist, mehr auch für dich herauszuholen, dann ist eines sehr wichtig zu verstehen, dass viele es völlig überschätzen, was sie innerhalb von ein paar Wochen, ein paar Monaten erreichen können. Und fast alle unterschätzen, was sie innerhalb von 2, 3, 5 Jahren, wenn sie kontinuierlich an einer Strategie arbeiten oder an ihrer Strategie, an ihrer Positionierung etc., an ihrem Kundenstamm, an Neukundengewinnung etc., etc., was sie innerhalb von 3, 4, 5 Jahren erreichen können. In der Regel ist es gar nicht so schwer, innerhalb von 5 Jahren sein Einkommen oder sein Umsatz zu verzehnfachen. Aber viele wollen eben innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten, ja, ihren Umsatz oder ihr Gehalt verdoppeln oder verdreifachen. Und das ist in der Regel viel, viel schwieriger, manchmal sogar ganz unmöglich. Und in unserer heutigen Welt, wo immer nur so the next shiny object, ja, hinterherlaufen und alles muss schnell gehen, alles immer schneller, am besten übermorgen Millionär sein und so weiter. Ist es einfach viel zu, sagen wir mal, verführerisch für die meisten, auch die sehr, sehr gut sind in ihrem was sie tun, in ihrer Softwareentwicklung und so weiter, sehr talentiert sind und eigentlich es super einfach hätten, innerhalb von 3, 4, 5 Jahren Millionär zu werden, oder Millionen Umsätze zu machen, lassen sich einfach ständig wieder ablenken, quasi auf Wochen-, Tages- oder vielleicht sogar Stundenbasis von irgendwelchen Social-Media-Dingern und Versprechen und zigtausend Werbeanzeigen und die wissen gar nicht mehr, wohin und wie und was. Und das ist halt sozusagen vielleicht der wichtigste Faktor überhaupt in der heutigen Zeit, ist eben Fokus auf das Wesentliche und wirklich auf ein langfristiges, mittel- bis langfristiges Ziel und nicht irgendwie so kurzfristige Entscheidungen fällen. Oder sich kurzfristig ständig wieder umentscheiden. Bis dann, dein Thomas Klein. Ciao. Achso, wenn es dich auch interessiert, wie ich meinen Kunden helfe aus der Software-IT-Branche, dann einfach auf klein-marketing.com. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ciao, ciao.